beziehungsweise erst das erste Video darüber. Das andere war ein Foto, das ihr gesehen habt, von den Kiwibären, einem portugiesischen, also Portugal, portugiesischen Ursprung. Die habe ich eingesetzt am 8.10. Die Kiwibären. Und ihr seht im Unterschied zum Foto, die sind jetzt doch auch schon ziemlich gewachsen. He? Wir haben jetzt den 30.10. Ich weiss noch nicht, bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke, die muss ich dann langsam auch einmal umsetzen, umpikieren in einzelne, dass sich die Wurzeln jetzt fest miteinander verheddern. He? Oh, das war es dann zu den Kiwibären. Was ich noch, ja gut, was ich noch sagen kann, die stehen natürlich auch immer da, wo die Heizung ist. Vorher war das natürlich die Seite, wo viel Sonne war. Weil die ja doch Lichtkeimer sind, die keimen mit Licht. Und deswegen haben die ja schön oben immer am Licht auch stehen. Ja, das war's. Und offen sind sie auch, die habe ich nie zu gehabt. Die habe ich, ja, was heisst nie, doch am Anfang habe ich sie mit einem Plastiksäckchen drin gehabt und habe sie so verschlossen, wegen der Feuchtigkeit, dass ich nicht so viel nachgießen musste. Aber jetzt stehen sie einfach auch nur noch da und warten, bis sie dafür grösser werden. Ja. Bei den Kiwibären sieht man doch schon, dass sich jetzt weitere Blätter gebildet haben, he, oben. Schön hier, die mit den Zacken dran. He. Also muss man mal das Zeitchen. Ich lasse jetzt noch das Zeitchen drinnen, aber wenn es etwas grösser wird, dann tue ich sie dann einmal in einzelne umtopfen. Im Moment lasse ich es hier noch. Sie bekommen immer Wasser, sie sind immer leicht feucht gehalten und stehen am Fensterbrett beim direkten Licht. Ohne Zusatzbeleuchtung. Kiwibären oder Mini-Kiwi? He? Hier wird es langsam Zeit. Hier tue ich so drei Stück mal rausnehmen. Und tue die, also drei bzw. zwei von den grösseren, und tue die mal in ein separates Töpfchen rein. Und zwar habe ich hier dazu so ein Joghurtbecher, wo ich hier ein Löchchen drin gemacht habe, jede Mecke, in der Mecke von hier in der Rundung. Und dann habe ich das leicht eingeschnitten. Und dann kommt hier jetzt die Erde rein. Und nachher kommen sie zu einem anderen Häuschen, ja, wo auch bereits schon Erde drauf wartet. Ja, da müssen wir einen kleinen Löffel nehmen. Ja. Also ja, nicht Erde wartet. Wo ein anderes Pflänzchen wartet, so wollte ich sagen. Ja, das ist noch nicht ganz feucht, wenn wir es ein bisschen mehr anfeuchten. So. So, dann so. Das reicht einmal. Das zweite noch vorbereiten. Hier habe ich ein Gemisch gemacht mit Kokoserde und Quarzsand. Der Quarzsand ist aus der Aquaristikabteilung, der Schweizer Quarzsand, wo keine Farbstoffe drin hat. He? So, und jetzt nehmen wir die da mal raus, zwei von denen. He? Also, hier dazu nehmen wir das Löffel. He? Nachher gehe ich mit dem natürlich nicht mehr rein. He? Jetzt schauen wir hier einfach mal, schauen, dass wir das hier da irgendwie rauskriegen. He? Was nehmen wir da? Weil geht wunderbar, sehen Sie. Ist gar kein Problem. Das kann man fast wie rauslöffeln, he? So. Ups, da hin. Kann das hier nicht andrücken, he? So. Schon wäre das geboren, he? Das eine Kindl. Andere, da haben wir noch solche, die ganz klein sind, die nicht wirklich kommen. He? Die kann man gerade mal auf die Seite legen. Da hat es ja mehr als genug drin. Dann haben wir hier das Grosse da noch raus. Das Grössere. Ja.
Und Bach geht auch gut. He. Hier muss ich ein bisschen Erde haben, nehme ich sie von hier gerade raus. Hier seht ihr, das habe ich hier etwas anders noch gemacht. Hier hat es noch Steinchen drin, das ist ein anderes Substrat, wo noch mehr wasserdurchlässig ist. So, jetzt tun wir das hier auch leicht wieder andrücken. Da schaut noch ein bisschen Erde oben raus. Wurzeln meine ich. Ich soll das noch ein bisschen zudecken. So, jetzt. Wunderbar. Dann tun wir das Ganze noch mal ein bisschen durchfichten hier. Seht schon, wie weich und schwach die sind. Muss man ganz vorsichtig sein, dass sie kaputt gehen. So, runter kommt es raus. Ist genug Wasser drin in diesem Fall. Und jetzt können wir die hier zu etwas anderem noch rein. Wo da innen auch ein kleines Treibhäuschen quasi ist. Das ist schon mal eine Keksdose etwas gesehen. Jetzt kann man die hier dazu tun. Am besten mit der Schrift nach außen. Damit ich es dann auch von außen lesen kann, wenn ich rein schaue. So. Ah, warte jetzt mal. Nein, jetzt mache ich da für ein Seich. Was mache ich da für ein Seich? Die müssen ja gar nicht mehr hier rein. Ei, ei, ei. So. Nein, die bleiben separat jetzt so. Die sind ja schon lange so gestanden. Ups, wie sie da stehen. Ja, also die kann man jetzt so in der Luft stehen lassen. Die müssen nicht mehr in einem Häuschen drin sein. Einfach immer noch warm und feucht halten. Und nicht direkt in der Sonne, weil sie sonst zu empfindlich sind und die Blättchen kaputt gehen. Haben jetzt starke Sonne. Die Kiwi-Bäre hier drinnen, hä? Weiter haben es zwei auch nicht überlebt, die ich hier noch drinnen umplatziert habe, nachdem ich hier noch andere rausgenommen habe. Raumtemperatur liegt bei etwa 21 Grad. Luftfeuchtigkeit ist um die 50 bis 55, manchmal ist sie auch bei 40 rum. Das variiert ziemlich. Die werden irgendwie nicht mehr so, wie es aussieht. He? Die gehen ein. Das hier ist einfach nur irgendwie, ja. Okay, aber dafür sind die vom 24.11., wo wir hier in die Kleinen reingemacht haben, wunderbar am Wachsen. He. Wenn man hier jetzt das ein bisschen dreht, sieht man hier die feinen Hörli, die das schon dran hat, he, von dieser Kiwi-Bären-Pflanze. So, he? Gute Sache. Das ist hier drinnen, he? Mit Untersetzer, dass die Wärme von der Heizung hier auch unten durchkommt. Hier hat sich nicht sonderlich viel da, nur ganz leicht. Die wachsen also durch die Jahreszeiten durch, scheinbar auch nicht so schnell. Das ist ja grundsätzlich jetzt bei allen Pflanzen bei mir jetzt fast zu beobachten gewesen, obwohl sie in der Wohnung sind, wo es warm ist. Also das ist bei denen, bei den Pflanzen auch scheinbar irgendwie, wie kann man sagen, im Erbgut drin, dass die halt einfach zu gewissen Zeiten besser wachsen. Und das hat dann auch mit dem Licht zu tun, weil ich kein Zusatzlicht habe. Eventuell noch. Gut, schauen wir mal, ob es weitergeht. Und ob wir ein Jahr warten müssen, bis wir dann da etwas davon gewinnen können. So, ich kann auch nicht etwas zeigen, aber viel gibt es nicht zu zeigen, weil die fast so gut, wäre eigentlich kein Fortschritt zeigen. He? Der einzige, der etwas zeigt, ist der, he? Dass hier im unteren Bereich etwas geht. He? Und Lärm geht hier auch, wie ihr hört. Was hier eins durchfährt, glaubt man niemand. Ja, es glaubt niemand, was hier alles durchfährt. Ich zeige jetzt nur ein bisschen von oben, weil hier keine Firma in
mit reinziehen, aber eben, das ist hier, könntest du meinen, auf einer Hauptstrasse, dabei wohne ich in einer Seitenstrasse, mehr oder weniger. Ja, nur das ist ja nicht das Thema, also, hier habt ihr jetzt gesehen, Update von hier, prima. Weil hier länger nicht gegangen ist, optisch natürlich für mich, weil ich es mitbekomme, habe ich jetzt einmal verglichen und habe gesehen, dass hier, wo man unbewusst eigentlich das hat sollte sehen, wo hier Triebchen rausgewachsen sind, beim Grünen, wenn wir jetzt auf die Farben achten, da hat es Triebchen gegeben hier unten und die sind auch wirklich jetzt schön rausgewachsen, wie man sieht. He? Auch der hier hinten, der Gäli, hier bilden sich auch weitere Triebe da dran. He? Beim Roten geht nicht ganz so viel, aber es wächst auch. He? Behalten wir das mal so im Auge. He? Aber, was wir auch mitnehmen können, das wächst wahnsinnig langsam, so wie ich das ausgepflanzt habe in die Substrate hinein. Guten Morgen zusammen, guten Tag. Heute nehmen wir uns einmal die vor. He? Die Mini-Kiwi-Beeren, die sind jetzt für mich empfinden gut und stabil gewachsen, so dass ich sie jetzt anlängen kann, ohne muss Angst haben, dass sie jetzt kaputt gehen. He? Immer schön feucht gehalten, weil sie eben nicht so tiefe Wurzeln machen, dass sie oben nicht austrocknen können. He? Und jetzt mache ich das so, die bleiben ja jetzt auf dem Balkon auch schon, weil sie die ganze Zeit jetzt draußen sind. He? Ich habe hier so ein Gefäß, wo unten in den Fies Löchchen drin hat, damit das Wasser rauslaufen kann, wenn es auf dem Balkon steht, falls sie dann hier gießt oder es regnet. Und da drinnen mache ich jetzt so eine Mischung. He? Ihr habt gesehen, hier ist es braun. Ich habe hier Ceramis und Erde drin zusammen vermischt. Da ist der größere Anteil Ceramis, der gute Feuchtigkeit halten kann. Und jetzt tue ich hier noch ein bisschen vermischen mit einer Zitruspflanzenerde. Ich möchte noch ein bisschen mehr Erdenanteil rein tun, dass hier nicht ganz so viel Ceramis im Mittelteil drin ist, he? Dass es dort nicht zu feucht bleibt. Wo nachher nicht Pflanzenwurzeln ungefähr sein könnten. He? Ich weiß ja noch nicht genau, wie weit sie wachsen. So, he? Dann hätten wir das etwa bis hierher gefüllt. Dann tun wir oben wieder ein bisschen von dem hier reinfüllen. He? Den Mischverhältnis, den ich gemacht habe. Von dieser Mischung. He? Das harte Ceramis gemischt hier. Nie ganz auffüllen. He? Wenn ihr das ganz auffüllen könnt, könnt ihr nicht Wasser eingießen. Ihr müsst immer warten, wenn ihr nachschütten dient. Und es sieht optisch auch etwas schöner aus, wenn die Erde hier, in meinen Augen halt, wenn die Erde hier oben noch eine kleine Hand hat, das Gemisch, das ihr drin habt. He? Dann tun wir jetzt die hier rausnehmen und tun die hier rein. Ja. So anschauen, dann sehen wir, he? Die Wurzeln sind ganz fein, das hat gar nicht viel gegeben. Jetzt tun wir hier die einfach da rein setzen. So. Ein andrücken. Sehr gut. Das summst richtig hier bei mir auf dem Balkon. He? Bei meinen Brombeeren und bei meinen beim Bienenhelfer. Jetzt relativ viele Hummelis. Also ich habe mehr Hummeli hier als Bienen beobachten. Eigentlich ist es ja Bienenhelfer und für Bienen, aber
Offenbar hat es doch etwas mehr Hummeln oben, wo ich bin. He? Dann sieht das so aus. Ich habe ihn gerade noch durchgerüttelt. Und jetzt tun wir das sofort gerade gießen, dass es genug feucht ist. Dann reicht das heute wieder, wenn es warm ist. Weil bis jetzt habe ich so immer hier in dieser Sand-Kokos-Mischung drin gehabt, wo ich dann Wasser auch rein füllen kann, dass es durchläuft und da drin das Wasser sich speichert. Und jetzt, wo es wärmer geworden ist, jetzt sind wir hier bei uns auch schon so um die 27 bis 29 Grad. Habe ich das Wasser dann direkt hier reinfüllen, dass es von hier das Wasser nach oben gezogen hat. Und deswegen mache ich das jetzt hier nämlich mit dem Ceramis, weil Ceramis doch recht gut Wasser speichern kann. Und dann bleibt das sicher genug feucht im oberen Teil jetzt. Und in der Mitte kann das Wasser dann mehr durchgehen, dass das Zitrus-Gemisch, das drin ist, nicht allzu feucht bleiben. So Theorie jedenfalls. He? Aber Hauptsache es wächst und ja, beobachten wir das. Das steht bei mir auch immer da. Wie ihr jetzt seht, he? Sonnig, Vormittag. Vormittag habe ich keine Sonne mehr. Ich habe hier eher Vormittagssonne. Super, vielen Dank und bleibt dran. Ich habe hier ein kleines Gerüst gegeben, aus Holz. Man sieht auch schon, wie sie sich die Rumschlängeln dienen. Also eigentlich wollte ich ja, dass der an das hier übergeht. Aber aus irgendeinem Grund geht er wieder drüber, weil ich habe ja drei Pfosten und drei Pflanzen. Ich möchte, dass die Pflanzen auf den hier geht. He? So, jetzt vielleicht schafft ich es so. He? Und der hier hinten geht dann hier dran. Und das auch ein bisschen wegrichten, dass er in die Richtung rein geht. He? So. Jetzt muss ich halt ein bisschen vorgeben, dass sie nicht suchen müssen, wo sie hin sollen. He? So, der hier geben wir das hier zur Auswahl. Ja. Ich habe hier einfach drei Holz genommen und oben zusammengebunden. He? Und jetzt können die hier hochklettern. Das wächst schön, das kommt auch langsam hier. He? Das hat funktioniert. Hier ist auch noch irgendwie, da ist eine Ameise drauf. He? Da ist eine Ameise. Das steht ja von außen. Also ist nur schnell reingenommen, dass ich es besser zeigen kann. Von lauter Pflanzen fangen dort aus, sieht man nicht mehr. Und es funktioniert, wie wir sehen. Es wächst schön hier drumherum. Und schlängelt sich hier auf. Vermutlich ewig, weil. Aber eines ist fertig hier oben. Das ist hier wunderbar am Wachsen. Jetzt habe ich es so gemacht, dass ich es hier oben anhänge. Dann kann es hier oben weiter wachsen. Wo vorher die Brombeerstuden dran waren, die habe ich jetzt abgeschnitten. Da wachsen keine Brombeeren mehr dran. Wieder einmal ein Update hier, weil das wahnsinnig mächtig weitergewachsen ist. Es hat viel mehrere Verzweigungen sich gebildet, die hier am Ufer wachsen sind. Wenn man sich erinnern kann, hier wo ich aufgehängt habe, hier ist er auch ziemlich gut am Wachsen. Hier leben auch sonst noch irgendwelche Viecher. Das hat sich hier gut weiterentwickelt. Ist auch hier am Ufer gewachsen. Und ebenso hier auch. Wobei hier oben tue ich es dann wieder abschneiden, dann will ich sie nicht oben haben. Hier sehen wir auch noch kleine Einzelne, die wieder rauswachsen. Hier wachsen immer wieder einzelne kleine Treble raus. Die ersten Schneeflocken kommen runter. Es ist etwa ein bisschen mehr als 4 Grad. He? Und wir sehen hier, dass hier sich jetzt langsam die Blätter anfangen zu verfärben. He? Von dieser kalten Zeit, die wir jetzt schon gesehen sind. Ja, jetzt schauen wir mal, wie der hier aussieht.
über den Winter kommt. He? Ich lasse das hier. Ich halte ihn nie zu feucht halten, weil das gefriert sonst. He? Und nur leicht feucht halten, dass er nicht gerade austrocknet. He? Und dann, ja, wollen wir mal schauen, wie das nächste Jahr aussieht. Es ist richtig schönes Wetter heute. He? Was aber nicht so schön ist, he? Jetzt hat das hier angefangen, Blätter verlieren. Irgendwann ist das ja mal der Fall. He? Sieht man da überall die Blätter, die runterfallen. Es war 0 Grad rum. Das ist schon so die Grenze, wo jetzt das Ding auch die Blätter vor davon verlieren, wie das aussieht. He? Ja, so ist es halt. He? Dann schauen wir, wie das in der nächsten Saison weitergeht. He? Also, hier dazu kann ich jetzt sagen, ich habe jetzt den Wasserstand, also beziehungsweise die Feuchtigkeitsanzeiger so gegen innen gerichtet, damit ich von innen sehe, ja, wie feucht es ist oder wie trocken. Das mache ich so bei den Pflanzen, die draußen sind, damit ich von innen schon schauen kann, zur Kontrolle. Wir haben letztens gesehen, wie viele Blätter das Ganze verliert. Es ist jetzt noch nicht allzu lang her, aber er verliert hier die restlichen Blätter auch. Es ist nur noch fast, ja, man sieht, die kommen gerade weg. Es ist hier fast nur noch das Ganze gekringelt am Wachsen. Beziehungsweise am Hängen, das lässt jetzt alles so dran. Ja. Bleibt neugierig, he? Und bleibt dran im zweiten Jahr, wenn es mit dem Ganzen weitergeht. He? Das war das erste Jahr von der Mini-Kiwis. Super, dranbleiben, vielen Dank. Hier könnt ihr einen Film anschauen. Hier geht es weiter zu anderen Filmen. Und hier könnt ihr mich noch abonnieren.